Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir haben uns in letzter Zeit einige Momente aus dem Leben von Abraham angeschaut. Und es ist wunderbar, wenn man so die Geschichte von Abraham liest, was alles passiert, wie Gott auch mit Abraham unterwegs ist. Und wir können manchmal denken, wow, so wie Abraham mit Gott gelebt hat, das ist wunderbar. Gott hat direkt mit ihm gesprochen und er hat seine Verheißungen immer wieder bestätigt. Ist es nicht wunderbar, wenn man so leben kann? Aber dabei vergessen wir, dass es auch oft Jahre dazwischen gegeben hat, wo Gott nicht direkt gesprochen hat. Jedenfalls nicht nach der Bibel. Und da hat es also auch Zeiten gegeben, wo Abraham es wirklich glauben musste und von der Verheißung leben musste, weil es auch nicht immer so war, dass Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Jetzt ist es so, dass schon 25 Jahre vergangen sind, seit Abraham das erste Mal die Stimme Gottes hörte. Und das war dann noch in Haran. Und von dort ist er dann weggezogen. Er war auf eine Reise gegangen. Und im Laufe der Jahre hat Gott immer öfter zu ihm gesprochen. Aber wie gesagt, manchmal war es auch lange still. Und ein Thema ist, was immer wieder in seinem Leben und in dieser Geschichte zurückkehrt, was Elliot uns gestern auch klar gezeigt hat in der Andacht. Es ist ein Motto, was die ganze Geschichte durchzieht. Abraham, of Sarah aber, war unfruchtbar. Sie hatte keine Kinder. Aber Gott hatte doch versprochen, dass ein großes Volk aus ihnen hervorkommen würde. Und jetzt war vor kurzem wieder etwas Außergewöhnliches geschehen. Man kann das lesen in 1. Mose 17, wie Gott seinen Bund mit Abraham schließt. Wir haben darüber gesungen. Gott war Abraham erschienen, als er 99 war, und hatte diesen Bund geschlossen. Einen Bund mit ihm und seinen Nachkommen. Gott hatte gesagt, ich will dein Gott sein und der Gott deiner Nachkommen. Und zu diesem Bund gehörte dann für Abraham, dass alle Männer, die bei ihm lebten, beschnitten werden sollten. Und so wurde Abraham also noch in seinem hohen Alter beschnitten. Und da erhielt Abraham einen neuen Namen. Nicht mehr Abraham, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Und auch Sarai hatte einen neuen Namen erhalten. Sarah. Und Gott machte deutlich, dass aus ihr der verheißene Nachkomme geboren werden würde. All dies war vor nicht allzu langer Zeit geschehen. Und ich stelle mir vor, dass sie oft darüber gesprochen hatten. Und Abraham war dann überzeugt, er hat es geglaubt. Sarah wird noch einen Sohn bekommen. Aber Sarah glaubte nicht so recht daran. Und dann, eines Tages erscheint der Herr wieder. Nur ist es da am Anfang noch nicht so klar, dass es der Herr ist. In der Mitte des Tages erschienen drei Männer vor Abrahams Zelt. War Abraham sofort klar, dass es Gott war, der ihn besuchte? Gott am Tisch Abrahams? Ist das möglich? Dass Gott sich zu Tisch setzt bei dir, bei uns, bei Menschen? Bei diesem Besuch wird allerdings deutlich, dass für den Herrn nichts unmöglich ist. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die Abraham hören darf, die Sarah hören darf und die auch für uns eine wunderbare, hoffnungsvolle Botschaft ist. Das Thema lautet, für den Herrn ist nichts unmöglich. Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Erstens an Abraham, zweitens an Sarah, drittens an uns. Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Also erstens an Abraham. Gott kommt also mit zwei Engeln, um Abraham zu besuchen. Und Abraham zeigt ihnen die größtmögliche Gastfreundschaft. In Hebräer 13 haben wir schon gesehen, dass dies auch für uns ein Beispiel ist. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
Und das ist, ich freue mich darüber, dass ich das erfahre, auch in unserer Gemeinde, wie gastfreundlich ihr alle seid. Also das ist in Österreich gar nicht normal. Es gibt immer wieder Leute, mit denen ich Kontakt habe, die dann sagen, ja, lass uns irgendwo treffen, aber zu Hause wird man da nicht eingeladen. Aber es ist etwas, was wichtig ist, laut der Bibel, dass wir die Gastfreundschaft umsetzen und betonen. So hat Abraham also, ohne es zu wissen, Engel beherbergt und später auch Lot, lesen wir in 1. Mose 19. Und hier ist auch eine Verbindung zu sehen mit dem, was Jesus selbst in Matthäus 25 sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Das Schönste hier in der Geschichte ist allerdings nicht, was Abraham macht, dass er gastfreundlich ist. Es ist wunderbar, aber das Schönste ist, dass Gott Abraham aufsucht und mit ihm zusammen sein will, dass er Gemeinschaft haben will. Und es sieht aus, als ob es eine direkte Fortsetzung des Bundesschlusses ist. Nie zuvor war Gott Abraham so nahe gekommen. Aber jetzt, da der Bund geschlossen wurde und das Blut bei der Beschneidung geflossen ist, dieses Blut, das auf das Opfer hinweist, das er Jesus bringen würde, jetzt kommt der Herr so nahe. Und so erfüllt er sein Versprechen. Ich werde dein Gott sein. Er besucht Abraham und genießt eine großzügige Mahlzeit mit ihm. Und das ist ein großartiges Bild. Es erinnert an Psalm 25, Vers 14, wo es in der Luther-Übersetzung heißt, der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Und in Jakobus 2, Vers 23 wird Abraham ein Freund Gottes genannt. Und so gehen die beiden miteinander um. So geht Gott mit Abraham um. Er hatte gesagt, ich werde dein Gott sein. Und er zeigt es auch deutlich. Wunderbar, wenn wir uns das vorstellen. Was könnte ein Mensch sich mehr wünschen? Es erinnert auch an die Worte Jesu. Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es ist nicht genau bekannt, wer diese Engel sind, die Gott bei seinem Besuch bei Abraham begleiten. Aber einige Ausleger meinen, und das ist auch die Tradition von den Kirchenvätern, dass man in diesen drei Personen die Dreieinigkeit erkennen kann. Vater, Sohn und Geist kommen zu dem, den Gott liebt, mit dem er seinen Bund geschlossen hat. Und am Ende der Bibel, in Offenbarung 3, begegnet uns dieses Bild erneut. Johannes muss dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreiben, was Jesus sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Durch Jesus, den großen Sohn der Nachkommen Abrahams, dürfen wir das auf uns anwenden. Er sagt auch zu dir, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Hörst du seine Stimme? Wirst du die Tür deines Herzens und deines Lebens öffnen? Er möchte auch dich seinen Freund nennen. Sei nicht länger ein Feind Gottes, was wir von Geburt sind, sondern werde durch die Gnade ein Freund Gottes. Er hat doch die Sünden getragen, er hat die Strafe auf sich genommen, die du verdient hättest. Öffne die Tür und lass Jesus in dein Leben treten und er wird zu dir kommen und mit dir essen. Diese vertrauliche Beziehung zu und mit Gott ist auch für dich möglich. Und diese Geschichte, in der Gott Abraham besucht und mit ihm ist, ist auch eine Prophezeiung auf das große Hochzeitsmahl, das eines Tages stattfinden wird.
Die Worte Jesu zu diesem Thema sind eindringlich. Lukas 13. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Eindringliche Worte für diejenigen, die draußen sein werden. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Aber so muss es doch nicht sein, meine Geliebten. Der Herr lädt auch heute noch ein. Komm zu ihm. Du kannst kommen. Du darfst kommen, weil Jesus alles vorbereitet hat. Es sind, was wir hier hören, dann auch sehr reiche Worte für diejenigen, die an den Tisch eingeladen sind. So erfüllt Gott seine Bundesverheißung an Abraham. Ich werde dein Gott sein. Ich habe mit dir Gemeinschaft. Und so will Gott auch mit uns Gemeinschaft haben. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Zweitens, Gott erfüllt seine Verheißungen an Sarah. In der Geschichte richtet sich die Aufmerksamkeit während des Essens dann auf Sarah. Sarah aß nicht mit den Männern, so wie das damals üblich war, sondern sie war im Zelt. Und da sagt einer der Männer, Vers 10, da sprach er: Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Ja, so geht das, wenn Menschen zusammen sind und man hört plötzlich seinen eigenen Namen, dann hört man natürlich gut zu. Dann ist man sofort aufmerksam. Und was dann gesagt wird, ja, das klingt ihr lächerlich in den Ohren. Davon hatte Abraham auch gesprochen. Aber es ist wirklich unmöglich. Und sie denkt, ich bin viel zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Ich bin schon seit langem nicht mehr fruchtbar. Wie kann dieser Mann das sagen? Ja, ich hätte es gerne gehabt, als ich jünger war. Aber jetzt wird das nicht mehr möglich sein. Und sie lachte. Und hinter diesem Lachen verbirgt sich der lang anhaltende Schmerz der Unfruchtbarkeit. Ihr ganzes fruchtbares Leben hat sie sich danach gesehnt, schwanger zu werden. Jeden Monat bangte sie ihrer Periode entgegen. Würde sie diesmal vielleicht nicht sein? Würde sie schwanger sein? Und unser Text sagt dann, es ging Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen. Und das war auch gut, oder? Keine monatlichen Spannungen mehr. Jetzt war es klar. Es ist vorbei. Die Chancen sind weg. Das wird nichts mehr. Und sie dachte, wäre Liebe für mich noch möglich? Und sie lachte. Als ob dieser Mann einen grausamen Schmerz gemacht hatte. Es war ein ungläubiges Lachen, voller Schmerz über die enttäuschten Hoffnungen, die sie, hatte sie sich vorgenommen, denke ich, nicht wieder in ihr Leben lassen wollte. Nicht mehr enttäuscht werden. Keine Hoffnung mehr. Und da sagte Herr, warum, lacht Sarah, ist für den Herrn denn überhaupt etwas unmöglich? Warte nur, nächstes Jahr wirst du einen Sohn haben. Wisst ihr übrigens, dass auch Abraham gelacht hatte, als er diese Verheißung gehört hatte? Man kann das lesen in 1. Mose 17, Vers 17. Da hat Gott es ihm gesagt. Und da lesen wir, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte sie gebären? Er hat auch gelacht. Also er ist nicht besser als seine Frau. Gott hat ihn deswegen nicht ermahnt. Wir wissen nicht, warum nicht. Vielleicht war es eine andere Art von Lachen gewesen. Wir wissen es nicht. Aber Abraham muss
darüber nachgedacht haben, als dann Sarah danach gefragt wurde. Ja, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann, und dann danach wird jemand anders darauf angesprochen, dann weißt du sehr gut, ich habe diese Fehler auch gemacht. Und in der Klasse ist es natürlich auch so, wenn ein Kind einen Fehler macht und ich ignoriere das als Lehrer, und danach macht ein anderes Kind einen Fehler und ich spreche es darauf an, dann sagt das Kind sofort, aber der hat es auch gemacht. Sarah wusste es vielleicht nicht, sonst hätte sie auch noch gesagt, ja, abermals auch gemacht. Aber jedenfalls macht es Sarah jetzt ziemlich nervös, wo sie angesprochen wird. Sie dachte, niemand hätte sie gesehen, sie ist in ihrem Zelt und sie lachte in sich. Aber der besondere Gast hatte es bemerkt. Er ist der Herr, der alles weiß, der alles sieht. Der Herr hat es gesehen und dann hatte sie sich geschämt und versucht, es mit einer Lüge zu vertuschen. Ich habe nicht gelacht, sagte sie. Aber Gott sagte, doch, du hast gelacht. Vers 15. Und dann endet dieser Teil der Geschichte. Kein schönes Ende, würden wir sagen. Doch, du hast gelacht. Kein schönes Ende. Aber die Bibel ist ja auch kein Märchenbuch, wo es immer sofort schön enden muss. In der Bibel geht es um die Wahrheit, die auch hier geoffenbart wurde. Gott ist nicht damit zufrieden, dass Sarah versucht, mit einer Lüge davonzukommen. Doch, du hast gelacht. Und diese Worte haben doch Wirkung gezeigt. Gott sei Dank. Denn wir lesen in Hebräer 11, Vers 11, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Und diese Worte, die vielleicht nicht sehr freundlich geklungen haben, doch du hast gelacht, hatten den Effekt, dass Sarah es glaubte und sie entdeckte, dass selbst im hohen Alter noch Liebe für sie da war. In 1. Mose 21 können wir lesen, wie Gott diese Verheißung dann an Sarah erfüllt. 1. Mose 21, die Geburt Isaaks. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Also aus dem schmerzlichen, peinlichen Lachen wurde ein herzliches, ein freudevolles Lachen, weil Gott seine Verheißung erfüllt hat und sie einen Sohn stillen durfte. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Drittens, Gott erfüllt seine Verheißungen auch an uns. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Das ist eine große Ermutigung auch für uns. Und dass es für den Herrn nichts unmöglich ist, wird an vielen Stellen in der Bibel wiederholt. Zum Beispiel bei der Ankündigung der Geburt Jesu an Maria. Das ist auch so ein Wunder, was dann passiert. Lukas 1, Vers 37, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und auch Jesus selbst erwähnt es, wenn er darüber spricht, ob reiche Menschen in das Reich Gottes kommen können. Matthäus 19, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.
Und wir können verstehen, wie die Jünger reagierten. Sie entsetzten sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist schon die erste Ermutigung für uns. Sind wir nicht alle Reiche, denen es schwer ist, Gott zu vertrauen? War es für uns eigentlich auch nicht unmöglich, dass wir gerettet wurden? Von uns aus. Was war in uns, dass wir zu Gott gehören könnten? Dass wir Vergebung bekommen könnten? In uns ist nichts. War nichts. Wenn du glaubst, wenn du zu ihm gehörst, ist das ein Wunder, etwas Unmögliches, das Gott bewirkt hat durch seine Gnade. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Aber wie reagierst du darauf, wenn du das jetzt so hörst? Es kann sein, dass es auch dir, dass du dir schwer tust damit. Dass du glaubst, dass es ein Scherz ist. Dass du da lachst, ja. Ich hatte gehofft. Ich hatte Hoffnungen. Aber sie wurden enttäuscht. Dass du genauso wie Sarah lachst mit Schmerzen und Bitterkeit. Und vielleicht bist du dir dessen gar nicht bewusst, aber wenn du von der Macht Gottes hörst, denkst du oft, ach so, wirklich? Wenn andere erzählen, wie Gott für sie gesorgt hat, Jahr für Jahr, denkst du, ja, schön, aber kann er das auch für mich machen? Und vielleicht hast du dich schon oft von Gott enttäuscht gefühlt, weil er dir nicht gegeben hat, wonach du dich so sehr gesehnt hast. Oder weil etwas nicht so gelaufen ist, wie du es erhofft hast. Und die Gefahr ist dann, wenn wir so enttäuscht sind, dass wir bitter werden und die Gnade versäumen. Wir haben das schon in Hebräer 12, Vers 18, Vers 15 gehört. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Kennst du das vielleicht? Dass immer wieder diese Wurzel versucht, in dir Wurzel zu schlagen? Dass diese bittere Blume versucht, in dir zu wachsen? Aber was nützt es dann, zu wissen, dass für den Herrn nichts unmöglich ist und er seine Verheißungen erfüllt, wenn es schwer ist im Leben, wenn es schwierig ist? Dietrich Bonhoeffer war jemand, der auch damit zu kämpfen hatte. Ich habe einige Zitate von ihm auch auf dem Liturgieblatt aufgelistet. Kurz nach seiner Verlobung wurde Dietrich Bonhoeffer von den Nazis gefangen genommen. Und in seinem Briefwechsel mit seiner Verlobten spürt man die Sehnsucht nach dem Zusammensein, nach der Hochzeit. Und eines Tages schreibt Bonhoeffer dann seiner Verlobten, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und das ist nicht nur ein Spruch auf einem Ziegelstein, sondern ein Bekenntnis, dass er in Leid, Versuchung und Schmerz errungen hat. Und dass durch die Worte der Schrift, durch das Wirken des Heiligen Geistes, der auch der Geist der Zukunft ist, erweckt wurde. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und auch bei uns kann das etwas sein, dass wir gegen Kummer, Versuchung und Schmerz überwinden müssen. Und da stellt sich die Frage, was sind Gottes Verheißungen dann für dich und für mich? Denn wir müssen auch uns bewusst sein, dass wir nicht Abraham und Sarah sind. Also manche Menschen haben diesen Großheitswahn, die denken, sie sind wie die Menschen damals. In vieler Hinsicht sind wir ihnen gleich. Und Abraham war auch nicht der perfekte Gläubige, wie wir manchmal denken. Aber wir sind nicht Abraham und Sarah. Damals versprach Gott ihnen einen Sohn in dieser bestimmten Zeit am Anfang des Weges mit seines Volkes. Aber das kann man nicht eins zu eins auf sich selbst übertragen. Es gibt auch christliche Ehepaare, die nicht Kinder bekommen.
Und es gibt noch mehr Verheißungen in der Bibel, die nicht für alle gelten, sondern speziell für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation und zu einer bestimmten Zeit. Man kann also nicht einfach von jeder schönen Verheißung, die zum Beispiel dem Volk Israel im Alten Testament gegeben wurde, sagen, das verspricht Gott auch mir. Also einerseits müssen wir wissen, wir sind nicht Abraham und Sarah. Andererseits kann es schon sein, dass in einer vertrauensvollen Beziehung zum Herrn, und wenn man sein Wort liest und erforscht und für sich anzuwenden versucht, dann kann es sein, dass Gott durch deinen Geist aus seinem Wort eine Verheißung auf dein Herz legt, wovon du sagst, das gilt jetzt für mich, das hat der Herr mir gezeigt. Es gilt nicht für jeden, aber ich glaube, dass Gott diese Worte auch für mich vorhergesehen hat. Das kann auch passieren. Und es ist sehr schön, wenn man das erlebt. Gleichzeitig muss man dann auch bereit sein zu prüfen, ob es wirklich Gottes Verheißung ist für dich oder ob es vielleicht nur Wunschdenken ist. Was sind also Gottes Verheißungen für uns? Bonhoeffer hat darüber geschrieben, alles, was wir mit Recht von Gott erwarten, erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. Und dies entspricht den kraftvollen Worten des Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Und weiter schreibt Bonhoeffer dann, wir müssen uns immer wieder, sehr lange und sehr ruhig, in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Und was ist das genau? Da sagt er, gewiss ist, dass wir immer in der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen. Und dass dieses Leben für uns ein ganz neues Leben ist. Also das schreibt er im Gefängnis, ne? Dass dieses Leben immer ein ganz neues Leben ist. Und dass es für uns nichts Unmögliches mehr gibt, weil es für Gott nichts Unmögliches gibt. Und dass keine irdische Macht uns anrühren kann, ohne Gottes Willen. Und dass Gefahr und Not uns nur näher zu Gott treiben. Gewiss ist, dass wir nichts zu beanspruchen haben und doch alles erbitten dürfen. Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Und zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Nicht all unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das heißt, er bleibt der Herr der Erde. Er erhält seine Kirche. Er schenkt uns immer neuen Glauben und legt uns nie mehr auf, als wir tragen können. Macht uns seiner Nähe und Hilfe froh. Er hört unsere Gebete und führt uns auf den besten und geradesten Wege zu sich. Ende Zitat. Also das schreibt Bonhoeffer, der sich ganz genau bewusst war, dass er bald sterben könnte, weil die Nazis ihn gehasst haben. Und so ist er auch kurz vor Kriegsende dann gestorben. Er, der zuvor geschrieben hat, Gott führt uns auf den besten und geradesten Wege zu sich. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht ein großes Versprechen, das wir hier hören? So eine Hoffnung, so ein Segen, so eine Gewissheit haben wir durch Jesus. Und die hoffnungsvollste Verheißung ist, dass wir immer Hoffnung für die Zukunft haben können. Kann sich noch etwas ändern in dieser Welt? Wird es nicht nur schlimmer werden? Wird nicht alles kaputt gehen? Für Gott ist nichts unmöglich. Und er gibt uns in der Aussicht in Offenbarung 21 eine mächtige Verheißung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen,
siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was für eine Verheißung, was für eine Hoffnung. Diese Hoffnung soll nun schon dein Leid lindern. Diese Erwartung soll dir jetzt schon die Bitterkeit nehmen. Abraham und Sarah haben es gelernt. Für Gott ist nichts unmöglich. Er erfüllt alle seine Verheißungen. Und auch wir können es lernen, dürfen es lernen. Müssen es aber auch lernen. Es ist nicht von einem auf den anderen Tag. Aber wir können im Glauben nie zu viel erwarten. Die Worte unseres Erlösers sind sicher, wahr und gewiss. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und er hat versprochen, siehe, ich bin mit dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und für deine Liebe und Gnade, die du uns zeigst. In dieser Geschichte mit Abraham und Sarah, wie du versprochen hast, ja, wie du deine Verheißung erfüllst. Und so beten wir, dass du auch uns den Glauben schenkst, deine Verheißung zu glauben, dass wir in Christus Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben und dass wir gewiss sein können, dass du, der uns deinen eigenen Sohn hingegeben hast, dass du uns mit ihm auch sonst alles schenken wirst. Hilf uns zu glauben und mit dir zu leben, mit der Hoffnung, dass du einst alles neu machst. Amen.